Sonne, Mond und Sterne sind seit jeher ein beliebtes Anschauungsobjekt für Wissenschaftler und Träumer. Doch was fasziniert noch heute die Menschen an diesen leuchtenden Himmelsgestirnen? Ist es vielleicht die Neugierde nach der unendlichen Weite des Kosmos, in dem sich der menschliche Verstand vollkommen zu verlieren droht? Vielleicht ist es auch nur die Hoffnung, neues Territorium auf anderen Sternen zu finden, das so schnell wie möglich bewohnbar gemacht werden kann, um den drohenden und menschlich bedingten Umweltkatastrophen auf der Erde zu entfliehen? Oder ist es gar die Sehnsucht auf das immerwährende Licht in der Dunkelheit des Universums, das uns Menschen an ein weit entferntes und tief in uns geahntes Ziel erinnert, das es zu erreichen gilt? Unzählige Anstrengungen gab und gibt es bis heute, diese und noch viele andere Gestirne zu erforschen oder zu betrachten. Ob in der Raumfahrt, der Astronomie, Astrologie oder gar in den fantastischen Vorstellungen diverser Filmemacher oder Entwickler von Computerspielen, die in altbekannter Hollywood-Manier mit Hilfe modernster Computeranimationen den Kosmos zu einem erweiterten Schauplatz blutrünstiger und kriegerischer Auseinandersetzungen zu machen versuchen. Hier wird gekonnt unerforschtes Gebiet, gemischt mit einer gehörigen Portion menschlicher Angst vor dem Unbekannten, zu sensationellen Kassenschlagern vermarktet. Doch wie so oft sucht der Mensch die Faszination und vor allem das Geheimnis solcher Himmelsphänomene nur im Äußeren. Und wenn man bedenkt, wie viel Anstrengungen heute die Menschheit anhand einer ausgeklügelten Technik verbringt, ihren Körper über diese Erde zu bewegen, zu nähren, zu unterhalten und vom Wesentlichen abzulenken, und wie wenig Aufmerksamkeit im Vergleich dazu sie den inneren Welten widmet, so ist es nicht verwunderlich, dass sich die Menschen immer mehr von ihrer wahren Natur und ihren Urimpulsen entfremden. Wahrhaftig glücklich ist damit noch niemand geworden. Im Gegenteil, denn wenn ein äußeres Spielzeug seinen Zweck verloren hat und auch das nötige Kleingeld damit für die Hersteller nicht mehr zu verdienen ist, dann wird es weggeworfen und die größten Anstrengungen unternommen, möglichst schnell ein neues, lukrativeres zu entwickeln. Sonne, Mond und Sterne sind aber viel mehr als jene äußeren Himmelserscheinungen. Ihr Geheimnis liegt nur zu einem kleinen Teil in ihrer Entfernung zur Erde, ihrer Größe oder Lichtintensität. Schon seit Urzeiten waren Sonne, Mond und Sterne bei den Menschen besondere Zeichen einer inneren Realität, Symbole von inneren Lebensprozessen, die nicht selten in Form von Schmuck getragen oder künstlerisch dargestellt wurden, zum Beispiel bei den Mayas, den Inkas, den alten Ägyptern, Bogumilen oder Kelten. Auch in vielen alten Volksmärchen kommen diese Lichtmotive vor, wie zum Beispiel in den Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm, die wahre Braut oder der Trommler oder die sieben Raben. Wir alle kennen unzählige Symbole, die in unseren Träumen, aber auch in den Volksmärchen auftauchen. Symbole sind Bilder, die ein Geschehen, einen inneren und äußeren Prozess ausdrücken, der mit Worten nicht oder nur sehr schwer zu beschreiben wäre. Ein Wort trifft nur eine Seite des menschlichen Gemüts, das Symbol hingegen kann alle Seiten gemeinsam erklingen lassen. Hören Sie nun in dem nachfolgenden Märchen Die Sonnenmühle, welche Herausforderungen ein junger Müller zu bewältigen hat, um sein und das Glück vieler Menschen zu ermöglichen. Es war einmal ein junger Müller, der hatte nicht nur eine Mühle, nein, sondern gleich drei. Eine Erdmühle, eine Wassermühle und eine Windmühle. Die Erdmühle wurde von zwei starken Pferden angetrieben, die an einem Holzbalken angebunden, im Kreis laufend, die Mahlsteine bewegten. Die Wassermühle, die stand am Rand eines großen Waldes. Dort floss munter ein kristallklarer Bach vorbei, der das große Mühlrad ständig in Bewegung hielt. Und die Windmühle, die stand nicht unweit davon auf einer kleinen Anhöhe, und ihre mächtigen Räder wurden durch das kraftvolle Pfeifen des Windes zum Kreisen gebracht. Der Müller war im ganzen Land bekannt, denn er tat seine Arbeit mit Freude und Begeisterung, und jeder Bauer, der ihm seine Kornernte brachte, lobte den fleißigen und gütigen Mann weit über die Grenzen hinaus. Eines Morgens jedoch, als der Müller erwachte und nach draußen ging, um sein Tagewerk zu vollbringen, da stand doch vor seiner Türe ein Fuhrwerk mit zwei schwarzen Pferden davor und einer Ladung sonderbarer Weizenkörner, die wie glänzendes Gold strahlten. Daneben ruhte ein eigenartiger, in einer schwarzen Kutte eingehüllter alter Mann, der ihn grüßte und sprach Höre, Müller, dieses Korn muß binnen drei Tagen gemahlen werden. Sollte es dir nicht gelingen, so werden fortan die Menschen in Not und Elend leben. Doch wisse, deine drei Mühlen werden nicht imstande sein, das Korn zu mahlen, nur die Mühle, die im Land der Sonne zu finden ist, wird es vollbringen können. Wenn du aber guten Mutes bist und auf dein Herz hörst, dann werden dir die Pferde den richtigen Weg weisen und du wirst diese Mühle finden. Nach diesen Worten verschwand dieser seltsame alte wieder und zurück blieb nur das Pferdefuhrwerk mit der goldschimmernden Kornernte. Der Müller konnte das alles nicht glauben, aber da das Fuhrwerk mit der Ernte direkt vor seiner Nase stand, war er sich sicher, dass dies alles kein Traum war. Zunächst wollte er auch nicht wahrhaben, dass eine seiner drei Mühlen nicht imstande wäre, das Korn zu malen, aber in allen drei Mahlwerken, die er mit den Goldkörnern füllte, zerbrachen die Mahlsteine und rührten sich nicht mehr vom Fleck. Er mochte tun, was er wollte, die Mühlen standen still, und es gab auch nichts, was sie wieder zum Laufen bringen konnten. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich auf den Kutschbock des Fuhrwerks zu setzen und den Weg in das Land der Sonne anzutreten. So kam er in einen dunklen Wald. Lange fuhr er mit seiner Ladung durch die Dunkelheit, und es wurde ihm Angst und Bange dabei. Doch plötzlich sah er auf einer Lichtung eine hellstrahlend leuchtende Brücke. Diese Brücke führte aber nicht über einen Fluss oder ein Tal hinüber, sondern direkt in die Wolken hinein. Der Müller traute seinen Augen nicht, aber die Pferde wieherten fröhlich und so, als ob sie den Weg gut kannten, trabten sie mitsamt ihrer goldenen Ladung und der Müller obendrauf die Brücke hinauf. Die jedoch schien endlos in die Wolken hineinzuführen, und am Abend blieb er vor einem gewaltigen Tor stehen, das sich aus dem Nebel heraus wie aus dem Nichts vor ihm auftürmte. Neben dem Tor auf dem Boden, da stand doch eine Schatzkiste mit geöffnetem Deckel. Die war gefüllt mit Edelstein, Schmuck, Geld und anderen wertvollen Dingen. Der Müller war ganz geblendet von diesen materiellen Kostbarkeiten und meinte eine Stimme zu hören, die wohl von der Kiste herkam. Alle meine Schätze sollen dir gehören, du wirst niemals mehr arbeiten müssen, und jeden Wunsch wirst du dir mit diesem Reichtum mühelos erfüllen können. Vergiss einfach deinen unsinnigen Auftrag und kehre wieder um. Der Müller zögerte eine Weile und dachte über dieses verlockende Angebot nach, aber dann fielen ihm die Worte des Alten wieder ein, und daß die Menschen in Not und Elend leben müssen, sollte es ihm nicht gelingen, die Goldkörner zu mahlen. So wandte er seinen Blick von der Schatzkiste ab und schaute wieder nach vorne. Und siehe da, das Tor öffnete sich langsam und ließ das Pferdefuhrwerk mitsamt dem Müller hindurch. Und weiter gings auf der Himmelsbrücke durch die Wolken hindurch, und so kam er andern Tags am Abend an ein zweites Tor. Dieses Tor unterschied sich in nichts von dem ersten, nur daß daneben auf dem Boden ein Spiegel lag, der, so jedenfalls glaubte der Müller, wieder zu ihm sprach. Schau in mich hinein. Siehst du dort nicht einen schönen, jungen und stattlichen Mann, der viel mehr aus sich machen könnte, als einem aussichtslosen Auftrag zu folgen? Kehre wieder um, gib dich nur noch den Lustbarkeiten des Lebens hin und kümmere dich nicht um andere. Der Müller schaute in den Spiegel hinein und sah nun zum ersten Mal seine Schönheit. Je länger er in den Spiegel schaute, desto selbstverliebter wurde er und vergaß dabei beinahe seinen Auftrag, wenn da nicht die Worte des Alten gewesen wären, die er noch tief in seinem Herzen fühlte. So riß er sich mit großer Anstrengung von dem Spiegel los und wandte seinen Blick wieder nach vorne. Und siehe da, das Tor ging auf, so daß er mit dem Pferdefuhrwerk wohlbehalten hindurchfahren konnte. Am darauffolgenden Tag stand er nun vor dem dritten Tor. Auf dem Boden lag diesmal ein eisernes Schwert, und der Müller glaubte auch jetzt eine Stimme zu hören, die von dem Schwert ausging. Komm und nimm mich in deinen Besitz. Wenn ich dir gehöre, dann wirst du alle Macht der Welt erhalten. Ruhm und Ehre wirst du überall ernten, denn mit mir kannst du jeden Menschen beherrschen. Lass ab von deinem törichten Auftrag und kehre um. Diesmal fiel es dem Müller besonders schwer, sich dieser Versuchung zu widersetzen, denn welcher Mensch möchte nicht überall berühmt und beliebt sein? Doch der Gedanke an all die Menschen, die in Not und Elend leben mussten, sollte er seinen Auftrag nicht erfüllen, erregte großes Mitgefühl in seinem Herzen, und mit letzter Kraft konnte er sich von dem Band dieses Schwertes losreißen und den Blick wieder nach vorne auf das Tor richten. In diesem Moment öffnete sich das Tor, und er konnte mit dem Fuhrwerk hindurchfahren. Kaum hatte er die Schwelle übertreten, da löste sich der Nebel auf, und er sah den klarblauen, wolkenlosen Himmel. Am Horizont aber erblickte er die Sonnenmühle, und wie sich ihre Flügel hell strahlend und golden am Himmel treten. Auch die Pferde hatten sich in zwei schneeweiße Rösser verwandelt, die fröhlich wiehernd, kraftvoll und doch so leicht wie Federn mit ihrem Fuhrwerk auf diese lichtvolle Himmelsmühle zuflogen. In Windeseile hatten sie die Mühle erreicht. Wie staunte da der Müller, als er den alten Mann vor der Mühle stehen sah, der ihn diesmal mit einer strahlend weißen Kutte begleitet, freudig empfing. Geschwind schüttete der Müller die Goldkörner in die Sonnenmühle, und nun drehten sich die Flügel der Mühle noch viel, viel schneller. Man konnte sie mit den menschlichen Augen gar nicht mehr erkennen, so geschwind bewegten sie sich. Mit jeder Umdrehung schleuderte die Mühle goldene Lichtfunken von sich, die hinaus in den Himmel flogen, und je schneller sie sich drehte, desto mehr Lichtfunken sendete sie aus an alle Sterne und Planeten im ganzen Universum. Die Mühle wollte gar nicht wieder aufhören. Es war ein goldenes Feuerwerk des Glücks, was da am Himmel zu sehen war, und der Müller spürte selbst dieses große Glück in seinem Herzen und wußte, daß von nun an kein Mensch mehr in Not und Elend leben mußte.